Liebe Lernbegeisterte, Steuern sind Raub, mach dich mit mir aus dem Staub. Hat er ganz dick auf der Homepage draufstehen. Ich kann das nur unterschreiben. Ich bin da selbst ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Ich glaube, Freiheit ist bei mir das oberste Gut in meinem Leben. Und er hat sich einfach da wirklich auf den Weg gemacht, wie kann man anders mit diesen Steuern umgehen, wie kann man anders leben. Er ist sehr viel gereist. Ich glaube, der erste Deutsche auch, glaube ich, der alle Länder besucht hat oder zumindest in diesem jungen Alter. Und hat sich überall angesehen, wo gibt es Vorteile, wo gibt es Nachteile, wie kann man das vielleicht besser kombinieren. Und da es bei mir vor allem in der Community ja sehr, sehr viele Menschen gibt, die auf Reisen gegangen sind, vor allem wegen der Schule in Deutschland und auch aus verschiedenen anderen Gründen, freue ich mich, dass er sich heute Zeit genommen hat. Ich weiß, er hat wenig Zeit, er ist selber, wie gesagt, dauernd auf Reisen. Vielen, vielen Dank, Christoph. Ja, danke für die Einladung. Ja. Dein Blog startenlos.ch, da gibt es ja unendlich viele Informationen dazu, wie kann man Dinge anders machen und wie ist dein Einstieg dazu gewesen? Weil ich nehme mal an, dir hat keiner in deiner Schulzeit gesagt, hey, du, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, fang an, aus deiner Box rauszudenken. Oder wie war deine Schulzeit? Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, da passt was nicht? Ja, ich war so der typische unterforderte Schüler, würde ich sagen, der in der Schule aber auch nichts gemacht hat, ja, der relativ sozialscheu war, weil er sehr viel Computer gespielt hat in seiner Freizeit, ja. Das heißt, ich stand mündlich eigentlich in allen Fächern fünf. Ich glaube, die ganze Mittelstufe, 7. bis 10. Klasse, habe ich mich kein einziges Mal gemeldet, sondern vor mich hingeträumt, wie die Lehrer gesagt haben. Und außerhalb des Unterrichts habe ich mir aber, sage ich mal, eine richtige Karriere bei gewissen Online-Spielen aufgebaut und war dann weltweit führend bei gewissen Games. Das hat mich dann irgendwann so ein bisschen zu dem Entschluss gebracht, das, was ich mir virtuell aufgebaut habe, wollte ich mir doch jetzt auch gerne im realen Leben ermöglichen. Und dann habe ich so ab der Oberstufe langsam, sage ich mal, mein Leben etwas verändert und das nach und nach aufgebaut. Bin nach dem Abi nach Neuseeland gegangen ein Jahr, um mich noch ein bisschen weiter zu orientieren, möglichst weit weg von zu Hause. Und ja, bin da nach und nach so ein bisschen da reingerutscht, wo ich heute bin, ja. Was war der Klickpunkt? Ich meine, ich kenne das von vielen Menschen, wenn du sagst, du gehst jetzt auf Reisen oder du machst was anders oder ich bin ja Berufszauberer. Ja? Also du kannst dir vorstellen, wie die meisten Menschen, abgesehen von meinen Eltern, die stehen immer hinter mir, reagieren, wenn du sagst mit 16, du wirst Zauberer und nicht Anwalt, Arzt oder Lehrer oder was irgendwas sogenannt Sicheres. War das bei dir auch oder sind da die Eltern hinter dir gestanden und haben gesagt, hey, mach mal oder was war da dieser Prozess einfach? Weil so viele Menschen haben Angst vor diesem Prozess. Ich war schon immer sehr neugierig, ne? Ich habe mit, was weiß ich, 6 Jahren die ganze Bibel gelesen und habe schon immer sehr viel und schnell lesen können. Waren dann eher so Fantasy-Bücher, aber irgendwann habe ich dann auch mal irgendwie in dem Alter 16 mal so Self-Help-Bücher in die Hand bekommen, Persönlichkeitsentwicklung, Biografien. Habe einfach gesehen, dass natürlich auch andere Möglichkeiten im Leben bestehen, also diese typischen Sachen, die man in der Schule vermittelt bekommt. Und dann ja, wollte ich einfach gewisse Ziele für mich erreichen, viel reisen können, eine Freundin finden und bla bla bla. Und das habe ich dann, sage ich mal, im Studium sehr aktiv angegangen. Ich habe, glaube ich, während meines Studiums, ich habe ja Staatswissenschaften, Verwaltungswissenschaften studiert, wollte auch erst bei der EU oder der UN oder irgendwie als Diplomat arbeiten, habe dann aber die falschen Bücher in die Hand bekommen, die mich libertär gemacht haben. Dann war es für mich natürlich klar, nicht mehr beim Staat zu arbeiten. Und habe dann, glaube ich, in einem Jahr 120 Bücher, also Non-Fiction, verschlungen, die mir halt diese Perspektive und auch natürlich Wissen gegeben haben, wie man sich sozusagen zum Unternehmer entwickelt, ja. Okay. Gab es da Ängste, wo du gesagt hast, du bist draußen? Ich frage deswegen zu diesem Punkt so nach, weil ich kenne so viele Eltern jetzt zum Beispiel, die sagen, ja, ich würde ja, aber was die außerhalb, ich habe wirklich welche gehabt, die wollten nur von Deutschland nach Österreich und dann gesagt, ja, aber ist das dort sicher? Und dann, hä? Das ist gar kein Sprachraum. Also diese Ängste, die bei den Menschen im Kopf einfach sind, ich sage, die Limitierungen, die sind ja meistens hier oben gar nicht draußen. Gab es die bei dir auch oder bist du da einfach drüber oder hast du da Unterstützung bekommen? Ja, ich meine, es gibt immer am Anfang Ängste natürlich über die eigene Existenz. Bei mir ist das so ein bisschen aus der Not geboren worden. Ich hatte während des Studiums gewisse Unterstützung durch meine Oma. Die hat allen ihre Enkel eine gewisse Summe gegeben für das Studium und hatte noch ein Stipendium während des Studiums, konnte also ganz gut davon leben. Aber am Ende, als ich mich abgemeldet habe aus Deutschland, mit One-Way-Ticket nach Mexiko geflogen bin, hatte ich noch irgendwie 2000 Euro auf dem Konto und musste jetzt halt Geld verdienen, ja. Und ich hatte eben den Vorsatz, möglichst günstig in Mexiko als Backpacker zu reisen und Geld zu verdienen. Ich habe damals schon irgendwie so als Freelancer
paar Texte geschrieben, ganz gut Geld verdient, für mich damals 15 Euro die Stunde, ja. Dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich Geld zu verdienen und es wurde immer mehr. Und sage ich mal, diese Sache, dass du irgendwie auf der Straße stehst und kein Geld hast, war für mich ziemlich schnell vorbei, weil ich einfach gesehen habe, mit meinen Kenntnissen, mit meinem Wissen schon damals, kann ich mir immer ein Einkommen ermöglichen, wo ich überall von auf der Welt leben kann. Ja, und ich wurde natürlich auch durchaus von meinem Umfeld nicht unterstützt, aber es wurde mir auch keine Steine in den Weg gelegt. Ja, meine Mutter war okay damit, solange ich eine vernünftige Krankenversicherung hatte. Das war ihre eigene einzige Bedingung. Und mein Vater ist eh selbstständig, hat das eh nie wirklich interessiert, aber grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlecht. Ja. Ich meine, ich habe ja aus genau diesen Gründen bei mir den Verein, wo wir die Wissensfreigabe eben frei machen, ja auch genannt Wissen schafft Freiheit. Ja, wenn du ein gewisses Wissen hast, wenn du sagst, hey, du kannst Texte schreiben, du kannst dies, du kannst keine Ahnung, Video bearbeiten, du kannst eigentlich immer arbeiten. Das Einzige, was dir niemand nehmen kann, ist dein Wissen und deine Erfahrungen. Und ich sage immer, die beste Investition, die man machen kann, ist in sich. Je mehr du weißt, je mehr du kannst, ich sage auch, du kannst mich überall auf der Welt aussetzen, gib mir einen Monat und ich stehe wieder da. Richtig. Ich sage auch immer, gerade wir als Deutschsprachige haben da natürlich einen gewissen Vorteil. Wir haben nicht diese Billiglohnkonkurrenz aus, Asien, sondern wir haben die deutsche Sprache im Normalfall. Und das ermöglicht uns schon immer für einen gewissen Mindestlohn sozusagen oder unter dem Mindestlohn zu arbeiten. Damit kann man in den meisten Ländern der Welt schon relativ luxuriös leben. Selbst wenn man nur halbtags arbeitet und sich dann die andere, Hälfte der Woche um sein eigenes Unternehmen kümmert, ja. Naja, ist richtig. Das einzige Problem, was, glaube ich, bei uns vor allem in Deutschland nicht mitgegeben wird, ist dieses Mindset, dass man raus kann, dass es da andere Möglichkeiten gibt und dass man ganz anders leben kann. Jetzt bist du dann dauerhaft unterwegs gewesen, hast dann, wie ich weiß, deutlich mehr Geld verdient. Wie ist so dieser Lebensstil? Was passiert da so im Alltag? Weil das, ich kann mir das gut vorstellen, ich bin auch viel gereist in meinem Leben, ich bin auch für viele Schulprojekte weltweit unterwegs, aber wie läuft das ab bei dir? Wie viel arbeitest du? Wie viel ist dann wieder Flugzeug und Co.? Also einfach nur als Vorstellung, dass jemand weiß, wie so ein Tag ablaufen kann. Ja, ich meine, es verschwimmt sehr stark. Es gibt keinen Tag, der gleiche ist bei mir. Alles ist extrem unterschiedlich. Ich habe keine wirklichen Routinen. Meine Routine ist eher das Reisen. Und dann bist du oft jeden Morgen 2-3 Stunden, die du was machst. Abends machst du mal was. Teilweise machst du halt zwischendurch was, weil du hast natürlich viele Leerzeiten. Im Flugzeug, am Flughafen, im Taxi, im Bus, beim Spazierengehen kannst du natürlich relativ vieles machen. Aber grundsätzlich, meinen Tag habe ich eigentlich für mich, da entdecke ich die Welt und arbeiten tue ich eher zu den Randzeiten. Das ist natürlich auch nicht immer so gewesen. Ja. Als ich angefangen habe, waren das ganz andere Tätigkeiten. Ich habe damals, als ich durch Zentralamerika gereist bin, jeden zweiten Tag einen 4000-Wörter-Artikel rausgehauen, um so ein bisschen meinen Blog aufzubauen und bekannter zu machen. Das mache ich aktuell kaum noch. Jetzt habe ich Mitarbeiter, die Blogs schreiben. Da gehe ich höchstens kurz drüber und veröffentliche das. Ja. Und meine Arbeit heute dann sind vor allem die Beratung und vor allem eben auch die Bekanntmachung der Mission über solche Interviews eher Koordinierungssachen mit mittlerweile 10 Mitarbeitern. So sieht es eigentlich nur noch aus. Ja, klar. Gut, jetzt, was sicher einige Eltern fragen würden, jetzt, du hast so viel Erfahrung, gibt es Länder, die du noch nicht besucht hast? Ich war in allen offiziell anerkannten Ländern der Welt und in meisten Territorien. Da gibt es jetzt noch so 20, die auf meiner Liste sind, die ich nach und nach abklappe. Ja. Also du warst auch so Dinge wie Afghanistan oder Nordkorea und so? Ja, richtig. Ich war in Afghanistan kurz vor der Taliban-Machtübernahme vor 2,5 Jahren. 2 Wochen. Ja, ich war in Syrien während des Bürgerkrieges. 2 Wochen, also gerade in diesen eher gefährlichen Ländern, habe ich auch relativ lange bereist und immer sehr schöne Erfahrungen auch gesammelt. Ja. Wo würdest du jetzt Eltern empfehlen, sagen wir, sie wollen das, also Schulflüchtlinge, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, wenn ich weltweit unterwegs bin, ich habe noch keine gesehen, die aus der japanischen Schule geflüchtet sind, also aus Japan raus sind wegen der Schule dort oder jetzt irgendwie aus Kenia, sondern sind immer Deutsche oder fast immer Deutsche. Wo würdest du empfehlen, dass die in Europa hingehen und wo außerhalb Europas? Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, wo du sagst, da gehen die meisten hin oder da ist es am besten von den Bedingungen her?
Nein, ich bin immer ein Freund des, sag ich mal, Auswanderns ohne Einwandern, ja. Also das ist immer meine Hauptempfehlung. Wenn ihr es irgendwie gestalten könnt, beruflich und auch natürlich mit den Kindern, dann habt mindestens zwei Standorte und pendelt zwischen denen. Und da reist natürlich auch ein bisschen mehr. Weil wenn ihr aus dem deutschen System raus seid und in ein neues System reingeht, habt ihr wieder irgendwelche Beschränkungen. Es gibt gewisse Länder, die da deutlich besser sind, aber auch nicht immer optimal. Und hast du auf anderer Seite halt Beschränkungen. Also wenn du es irgendwie mit einem Reiseleben mit Kindern hinbekommst, klar ist das nicht so einfach, aber es ist möglich, dann mach das. Wenn du dich jetzt für ein spezifisches Land entscheiden musst, in Europa haben wir viele, die nach Irland zum Beispiel gehen, nach Italien gehen, teilweise Spanien, Portugal, haben schon mal deutlich bessere Bedingungen als Deutschland. Ja. Das haben wir vielleicht gar nicht erklärt. Ich meine, staatenlos, ich meine, ich verstehe das Konzept dahinter, aber vielleicht magst du das nochmal erklären, weil das werden ja viele nicht verstehen. Wir haben im Kopf oft ja, ich muss ja wo gemeldet sein oder ich muss ja dann irgendwo in ein anderes Land gehen. Und deutsche Behörden fragen dann oft gleich, wenn man sich abmeldet, ja, wo ist denn die neue Postadresse? Und wenn man denen sagt, ja, es gibt keine, dann reagieren die immer so komisch und sagen, das ist illegal, dass man irgendwo gemeldet ist. Erzähle mal vielleicht kurz das Konzept und dass das eigentlich was ganz Offizielles ist, was funktioniert. Genau, so staatenlos heißt ja auch mein Blog. Das heißt nicht, dass wir irgendwie unseren Pass verbrennen und abgeben, sondern wir bleiben Staatsbürger des Landes, wo wir geboren sind. Das ist eher ein Synonym für wohnsitzlos, kannst du sagen. Viele, die sich staatenlos nennen, sind halt eigentlich wohnsitzlos. Und bezieht sich, das war eigentlich mein Plan damals auch, eher auf die Mentalität, dass wir uns nicht eben an einen Staat binden, sondern sozusagen alle Staaten der Welt so ein bisschen als Möglichkeiten sehen, um verschiedene Lebensaspekte zu machen. Ja, es ist eng verbunden mit der Flaggentheorie, so ein bisschen die Strategie, die wir auch in unseren Beratungen durchgehen, den Leuten zu helfen, sich zu internationalisieren. Das heißt einfach, dein Wohnsitz ist in dem Land, dein Bankkonto in dem, deine Firma in dem, quasi überall, wo du die meisten Vorteile hast. Und ja, es ist möglich natürlich, sich aus Deutschland abzumelden, ohne einen neuen Wohnsitz zu haben. Das hat immer verschiedene, sag ich mal, Ebenen. Ja, auf der steuerlichen Ebene gibt es mehr zu beachten als zum Beispiel auf der Schulebene. Ja, zum Beispiel auf der Schulebene reicht es in der Regel aus, wenn sich ein Elternteil mit den Kindern abmeldet und der andere Elternteil noch in Deutschland bleibt, um zum Beispiel das Geld zu verdienen. Das ist von der Schulebene her okay, von der steuerlichen Ebene nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und das Ganze hat sich natürlich in der Zeit auch entwickelt. Ja, noch vor 10 Jahren, als ich mein Business angefangen habe, war es relativ leicht, auch so der Schule zu entgehen. Mittlerweile auch, weil sehr viele Leute das missbrauchen. Die melden sich ab, bleiben dann aber die ganze Zeit in Deutschland oder Österreich und Co. Fragen die Behörden natürlich verstärkt nach. Ja, das heißt, man sollte Ja, klar. natürlich schon ein Land angeben können, wo man hingeht. Das heißt nicht, dass man sich dort melden muss, dass man in das System kommt, sondern man sollte so ein bisschen mitspielen und sagen, ich gehe jetzt in Land X, habe da vielleicht auch eine Adresse. Und dann wird man aber auch weitestgehend in Ruhe gelassen. Ja, ich finde es ja allein schon lustig, dass man es in unseren Ländern wohnhaft Haft wie. Also, und ich sage ja, manche meinen ja, dass man sagt, Steuern ist Raub, ist vielleicht zu hart gesprochen. Sage ich, nein, schau mal, wenn ich im Vorbeigehen und ich habe Trickdiebstahl mal gemacht, ja, also für Bühnenshows natürlich, im Vorbeigehen dir Geld aus der Geldbörse ziehe, dann nennt man das Diebstahl. Wenn ich dir eine Knarre anhalte oder dich bedrohe, wenn du mir das Geld nicht gibst, ja, was ja genauso passiert, wenn du mal einen Cent Steuer nicht irgendwo zahlst, dann nennt man das Raub. Also ein großer Unterschied, genauso wie diese Wohnhaft. Ich sage mal, die deutsche Sprache ist eine sehr deutliche Sprache. Das heißt, wenn du empfiehlst, dass man auch dieses Konstrukt auf verschiedene Länder aufteilt, so quasi Firma in Amerika, Konto in der Schweiz, selber in Portugal zum Beispiel sitzen, was sind so da die gängigsten oder die intelligentesten Lösungen, was man ein Konstrukt aufbauen kann? Also man braucht mittelfristig immer eine Art Scheinwohnsitz oder Compliance-Wohnsitz, nenne ich das. Das heißt, wir sind natürlich sozusagen in einer Art legalen Schlupfloch unterwegs, was natürlich nicht vorgesehen ist. Und die ganzen Banken und Finanzinstitutionen wollen natürlich trotzdem den Wohnsitz von uns wissen aus regulatorischen Gründen, den wir oft auch verifizieren müssen. Und allein deshalb brauchen wir irgendwo vielleicht eine Wohnung, eine Steuernummer und ähnliche Dinge, um damit klarzukommen. Das heißt aber nicht wiederum, dass wir uns dort anmelden müssen oder dort steuerpflichtig sind. Ja. Und das bietet natürlich dann auch mehr Flexibilität für Freilerner. Es kommt wirklich eher auf die individuelle Perspektive an. Will ich jetzt eben ein Leben in einem einzigen Land leben mit meinen Kindern? Will ich das in zwei, drei Länder aufteilen oder will ich doch noch deutlich mehr reisen?
Und je nachdem kann man jeweils eine sehr gute Lösung bauen. Ja, es ist nicht immer verkehrt, sich in einem Land anzumelden. Es muss halt das Richtige sein, sowohl fürs Freilernen als auch für die Steuern. Und oft kann man das ganz gut kombinieren, ja. Machen wir jetzt ein klassisches Beispiel. Ich wohne jetzt, also ich bin Österreicher. Ja, die meisten der Familien, die ich kenne, sind eher Deutschland, Österreich, einige natürlich auch Schweiz. Aber dort ist allgemein schon ein bisschen offener und freier als jetzt hier bei uns. Da meistens sind aus Deutschland. Aber sagen wir mal jetzt in meinem Fall in Österreich, ich würde mich, also ich weiß nicht, mit meinen Kindern Schule macht, dass wir sowieso anders ablaufen. Das heißt, ich würde mich dann zum Beispiel abmelden in Österreich und dann neu einen Wohnsitz anmelden in, keine Ahnung, Thailand, in Dubai, in Portugal oder wie auch immer. Und dann dort auch die Firma gründen, oder würdest du mir empfehlen, das nicht eben dort zu machen? Das kommt immer darauf an. Ja, in manchen Ländern ist es zum Beispiel Voraussetzung, um hier in Dubai, ich bin gerade in Dubai, einen Wohnsitz zu bekommen, ist die einfachste Möglichkeit, eine Firma zu gründen und sich darüber sponsern zu lassen. Ja, manchmal ist es aber auch besser, oder oft ist es besser, eine ausländische Firma zu haben, weil Länder zum Beispiel ein Territorialsteuersystem haben. Das heißt, ausländisches Einkommen ist steuerfrei, inländisches Einkommen muss besteuert werden. Und gerade diese Länder sind bei vielen, sag ich mal, reisenden Familien recht beliebt, sowas wie Costa Rica, Thailand, Georgien, sind zum Beispiel übliche Optionen, wo Leute hingehen, um auch, was die Schule angeht, ein bisschen flexibler zu sein. Oft ist es so, gerade international, viele Länder haben eine Schulpflicht, die gilt aber meistens nur für lokale Kinder, ja, weil es einfach für, was weiß ich, Auslandskinder nicht zumutbar ist, irgendwie Georgisch zu lernen oder so. Ja. Das heißt, da bist du natürlich auch deutlich flexibler. Oder wir sind hier in Dubai aktuell, der Sohn meiner Freundin geht hier zur Schule, aber das System ist halt einfach deutlich flexibler, besser, wenn das Kind mal 2 Wochen die Ferien überzieht, weil wir reisen wollen, auch überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, so starr wie bei uns ist, glaube ich, nirgendwo. Ja, so quasi, hey, Kind ist nicht da, Polizei hinschicken. Ich kenne das auch aus vielen anderen Ländern, die sind da ein bisschen offener, was das betrifft. Ja. Jetzt sagst du oft in deinen Vorträgen oder in deinen Interviews amerikanische, wie heißen die, LLCs, glaube ich, ja, dass man die eher gründen sollte. Und weil es dort auch keine Buchhaltungspflicht oder so etwas gibt, was man sich die meisten gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, wenn ich einen Steuerberater hier frage, sagt er, es gibt keine Buchhaltungspflicht. Also es gibt kein Land ohne Buchhaltungspflicht. Wie funktioniert das oder warum dürfen diese Länder das? Naja, rein technisch gibt es eine Buchhaltungspflicht, aber wir müssen es nur anfertigen. Wir müssen es nicht einreichen und niemand überprüft das, ja. Also das, was wir als Unternehmer grundsätzlich eh machen, gewisse Aufzeichnungen zu haben, das reicht aus. Und in diesem Fall ist es halt die USA. Die lassen sich halt nicht von einem anderen Land reinreden, weil sie mächtig genug sind. Ja, was viele zum Beispiel nicht wissen, beteiligen sich nicht an diesem globalen Datenaustausch. Auch aus Kalkül. Die ganzen, was weiß ich, Karibikstaaten, die früher damit geworben haben, sind sozusagen pleite gegangen. Und das ganze Geld ist in die USA geflossen, um den US-Dollar zu stärken. Und die USA gehen da auf Masse. Ja, die verdienen nicht viel an so einer LLC. Ein paar hundert Dollar Gebühren pro Jahr. Aber wenn das Hunderttausende von Leuten machen, das ist natürlich auch schon wieder eine recht gute Einnahmequelle. Und die LLC ist, genau, das ist eigentlich ein Modell, was es in allen englischsprachigen Ländern gibt. Und das Steuertransparenz quasi, wenn wir diese Firmen haben, dann werden wir dort besteuert, wo wir unseren Wohnsitz haben. Also solange wir legal steuerfrei sind durch den richtigen Wohnsitz oder durch das dauerhafte Reiseleben, ist eben auch diese Firma steuerfrei. Und deshalb ist das sehr beliebt, weil wir eben nicht die Firma in Panama oder Seychellen oder Vanuatu brauchen, sondern die in einem relativ anerkannten Land mit vielen Möglichkeiten haben. Wie ist es dann mit den Banken? Weil ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der hat eine Limited in England. Und da gibt es dann teilweise schon das Problem, dass du in Österreich oder so hier dich kaum eine Bank annimmt. Wie ist das dann, wenn man eine amerikanische LLC hat? Kriegt man dann ein Bankkonto oder irgendwas, das weltweit funktioniert mit einer Visa oder Mastercard? Man kriegt sehr gut Bankkonten. Sowohl in den USA als auch in Europa gibt es Optionen. In der Regel auch mit Visa-Card und auch IBANs sind möglich. Also man kann auch von europäischen Kunden relativ leicht das Geld entgegennehmen. Man hat jetzt keine so große Auswahl wie irgendwie mit einer deutschen Firma. Aber die ist schon ausreichend, würde ich sagen. Und man hat dann vielleicht kleinere Währungskursverluste, aber dafür ist man halt komplett steuerfrei und buchhaltungsfrei und anonym und hat andere Vorteile. Okay, das heißt auch mit den Banken, das wird funktionieren. Kann man dann nicht eigentlich theoretisch in seinem Heimatland die Bank behalten? Geht das, wenn man da jetzt keine großen Summen drüber spielt, oder ist man die automatisch los, wenn man wirklich sich abmeldet in einem Land? In der Regel problemlos behalten. Also du kannst ein Privatkonto weiterhin besitzen, du kannst Kreditkarten in deinem Heimatland weiter nutzen. Das ist alles nicht so das Problem. Was man nicht machen sollte, ist irgendwie ein bestehendes Geschäftskonto weiter zu nutzen.
weil das dazu führen kann, dass quasi gesagt wird, dein altes Gewerbe besteht weiter. Also Geschäftskonto nein, aber alles, was privat ist und privat bleibt, kann man problemlos behalten. Und es ist sogar so, dass ich das empfehle. Ich selbst nutze zum Beispiel noch sehr stark mein deutsches Konto seit 10 Jahren, weil Deutschland im internationalen Vergleich, was Banking betrifft, relativ lässig ist. Also die deutsche Banken stellen in der Regel deutlich weniger Fragen als Banken in anderen Ländern. Ja. Also es ist eben die Flaggentheorie. Wir suchen uns aus, was am besten ist. Und das heißt jetzt nicht, wir hassen Deutschland und machen nichts mehr in Deutschland. Sondern gewisse Sachen sind halt blöd, wie das Schulsystem und das Steuersystem, aber andere Sachen sind besser, wie zum Beispiel das Bankensystem. Ja. Sage ich genauso, ich mag an und für sich Österreich zum Beispiel sehr, also deswegen bin ich auch hier, aber ich bin halt mit Politik und mit Steuern und mit Schule nicht einverstanden. Ja. Und dann muss ich halt überlegen, was ist mir wichtiger. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich warte ja manchmal auf den Moment, ob die mit meinem Nachnamen, wenn ich ein Kind habe, also was in Zukunft passieren wird, ob die überhaupt sich trauen, da einen Bescheid hinzuschreiben, mit das Kind müsste in die Schule. Ich hätte ja richtig Spaß dran. Ja. Gut, das heißt, wenn man jetzt das so macht, man ist nicht mehr in dem Land gemeldet. Es geht teilweise, dass man irgendwo eine Firma gründet, vor allem in englischsprachigen Ländern, weil du sagst, die haben dann nochmal andere Möglichkeiten dazu. Und dann ist man wie lange in jedem Land oder gibt es da auch Regelungen unterschiedlich in diesen Ländern? Weil ich weiß zum Beispiel für mich privat, in Spanien ist da recht entspannt, aber in manchen Ländern wie in Österreich dürfte ich zum Beispiel nicht nur mehr als 3 Monate am Stück sein, weil sonst bin ich sofort wieder hier in Wohnhaft. Ja, ich meine, das mit der Firma kommt extrem auf das Geschäftsmodell an. Ja, die LLC ist jetzt eine Lösung, die für sehr viele Einsteiger sehr gut passt, aber nicht für alle. Ja, also es kommt immer auf das Geschäftsmodell an. Das sollte man dann schauen. Da gibt es dann teilweise auch bessere Optionen. Was die Länder angeht, fast immer hast du diese 6 Monate, die 183 Tage. Aber manche Länder haben natürlich auch Sonderregeln mit weniger Tagen oder auch andere Kriterien. Ja, im deutschsprachigen Raum ist vor allem die Sache mit der Wohnung. Wenn wir eine dauerhaft verfügbare Wohnung, sogenannte Schlüsselgewalt haben, dann sind wir steuerpflichtig. Ja, das heißt, wenn man Deutschland und Österreich verlässt und die Schweiz, muss man quasi immer die dauerhafte Wohnung aufgeben. Man kann sie entweder vermieten oder irgendwie ein Wohnrecht eintragen oder natürlich verkaufen. Aber ohne das kommen wir nicht wirklich aus diesen Ländern raus. In anderen Ländern wiederum ist es ganz anders. Es ist kein Problem zum Beispiel, wenn wir in Spanien oder Italien oder Griechenland eine dauerhafte Wohnung haben, solange wir da nur die Hälfte des Jahres verbringen. Also dieser Lebensstil außerhalb des Systems heißt nicht, dass wir keine Basis, keine Wohnung haben dürfen. Wir dürfen es halt nur nicht in den falschen Ländern haben. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du sagst dauerhafte Wohnung, da zählt jetzt aber nicht dazu, wenn man sich, keine Ahnung, für 3 Monate in Airbnb oder sowas anmietet, oder? Genau, also das ist in Deutschland und Österreich möglich, dass wir uns für ein paar Monate was anmieten oder im Hotel bleiben. Das ist kein Problem, ja. Okay. Dann gibt es in Europa gibt's ja auch so Schlupflöcher, wo oft Menschen das sagen, wie Zypern oder Malta. Was hältst du da davon? Funktioniert das auch? Weil viele werden nicht aus Europa raus wollen oder aus der EU raus wollen, aus Sicherheitsbedenken oder wie auch immer, ist das eine Option für manche? Ja, definitiv. Also es gibt in der EU relativ viele Länder, die steuerlich deutlich, deutlich besser sind und natürlich auch für Homeschooling bessere Konditionen bieten. Gerade Zypern, Malta, Irland, das sind so die 3 englischsprachigen Länder, die sehr interessant sind, wo man praktisch ganz legal innerhalb der EU dauerhaft steuerfrei leben kann, wenn man sich richtig strukturiert. Und man hat natürlich den Vorteil, man ist EU-Bürger, man kann dort sehr einfach einwandern, braucht in der Regel nur einen Mietvertrag oder eine Wohnung und das war's. Ja, da müssen wir nicht große Voraussetzungen erfüllen, um das Ganze zu machen. Wie ist das dann mit dem, das heißt, man könnte zum Beispiel offiziell einen Wohnsitz zum Beispiel in Zypern anmelden und dann trotzdem, sagen wir mal, 4-5 Monate in Deutschland sein, wenn man Teile seines Geschäftes zum Beispiel noch dort verrichten muss, weil man, keine Ahnung, Elektriker oder sowas ist oder eine Elektrikerbude hat mit mehreren Angestellten. Das ginge? Zum Beispiel, ja, also Zypern ist eine der beliebtesten Lösungen in Europa, weil sie ein Programm haben, was heißt, du musst nur 2 Monate in Zypern sein und kannst 10 Monate in anderen Ländern sein. Ja, also nicht mehr als 6 Monate, aber 2 Monate Zypern, 5 Monate Mallorca, 5 Monate Deutschland ist zum Beispiel machbar. Und du bist komplett steuerfrei auf Dividenden, Zinsen, Kapitalerträge in diesem Programm. Das Einzige, was du tun musst, ist eine lokale Firma zu gründen, ein bisschen in die Sozialversicherung einzahlen für die Zyprioten, sind 3.000 Euro im Jahr. Und das war's praktisch, ja. Also man hat, was weiß ich, Kosten von 10.000 im Jahr plus Wohnung, ist dann aber komplett steuerfrei mit einem EU-Wohnsitz und kann über Zypern, weil entsprechende Abkommen bestehen zu Deutschland, Österreich und Co., dann oft auch Steuern bei einer deutschen oder österreichischen GmbH verringern, also zumindest den Gewinn aus diesen Ländern steuerfrei rausholen.
Also es gibt natürlich auch diese Szenarien, dass man eben zum Beispiel Handwerker ist, eine GmbH in den deutschsprachigen Ländern hat, vor Ort arbeitet. Klar, man zahlt Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, aber den Gewinn kann man, wenn man weiß, wie es geht, dann auch steuerfrei ins Ausland scheffeln, ja. Ich habe ja auch einen Freund von mir, der, ich sage jetzt keinen Namen absichtlich, der sehr viele große Banken weltweit geleitet hat oder beraten hat. Und der sagt auch, es gibt in jedem Land wurden für die reichen Menschen Möglichkeiten und Schlupflöcher geschaffen, sagt er, die Steuern, den Hauptsteuersatz zahlen an und für sich die, die ungebildet sind und keine Ahnung davon haben. Siehst du das auch so? Also gibt es in jedem Land wirklich immer Möglichkeiten, Es gibt wo in fast man jedem Land irgendwas in. Möglichkeiten. Ja, man kann zum Beispiel in Österreich komplett einkommenssteuerfrei leben, indem man ein gewisses Firmenkonstrukt in Zypern macht. Ja, das hängt dann an dem Doppelbesteuerungsabkommen Zypern-Österreich. Und wenn wir alles durch dieses Konstrukt gehen lassen, sind wir komplett einkommenssteuerfrei in Österreich. Ja, wir haben ganz offiziell 1 Million auf der Steuererklärung stehen, aber es wird nicht versteuert. Ja, und solche Sachen sind umsetzbar. Das ist ein höherer Aufwand. Da wird man 30.000 Euro investieren müssen. Aber das hat man relativ schnell raus. Da muss man gar nicht mal so allzu hohe Gewinne machen, damit es sowas lohnt. Ja, und grundsätzlich hat jedes Land irgendwelche Möglichkeiten. Ja. Das heißt, es gibt auch in Deutschland, Österreich, Schweiz genug Möglichkeiten, wie man das noch optimieren kann, was einem wahrscheinlich der Steuerberater nicht erzählen wird. Ja, ich sage immer, jeder hat Möglichkeiten. Das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, dass jeder Erdenbürger sozusagen irgendwas machen kann mit der Flaggentheorie. Das heißt nicht immer irgendwie eine Firma zu gründen, selbst wenn man angestellt ist. Kann man zumindest, sage ich mal, ein bisschen absichern, indem ich mir ein Bankkonto vielleicht außerhalb der EU hole, wo mein Geld safer ist, nicht irgendwie über Nacht gepfändet werden kann oder von, was weiß ich, einer Hyperinflation bedroht ist oder mir schon mal einen Zweitwohnsitz irgendwo auf der Welt holen, wo, was weiß ich, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, man dann hingehen kann, weil es natürlich ist, hat man ja auch in der Pandemie gesehen, dass die meisten Länder die Grenze sperren für Leute, also für Touristen, und man dann nur noch mit einem Aufenthaltstitel oder Staatsbürgerschaft reinkommt. Und auch die Staatsbürgerschaft, das ist mir so ein bisschen die Königsdisziplin. Da haben wir jetzt in Deutschland ab morgen tatsächlich auch die unbeschränkte Möglichkeit. Bisher war es nicht möglich, eine Staatsbürgerschaft außerhalb der EU zu haben als Deutscher, das heißt also nur mit Genehmigung. Und ab morgen ist es unbeschränkt möglich. Das heißt, da kann man sich dann auch, sage ich mal, die ultimative Absicherung schaffen, indem man sich weitere Staatsbürgerschaften besorgt. Ja. Okay, das heißt, gilt das für Österreich auch oder ist es jetzt nur Deutschland? Das ist leider nur Deutschland. Österreich ist da sehr restriktiv, was das angeht. Also Österreicher ist man entweder Österreicher oder gar nicht. Okay. Oh Mann. Okay. Das heißt, okay, Möglichkeiten gibt es überall. Ganz andere Frage. Wie würdest du Schule machen, wenn du gestalten dürftest? Ja, wenn du die Frage schon mal bekommen hast, hast du dir schon mal Gedanken gemacht. Jetzt mit deinem ganzen Wissen, das du da hast, was würdest du zusätzlich als Stunde einführen bei den Kindern? Also würdest du sagen, sowas wie staatenlos sollte man den Kindern erklären oder diese weltweiten Möglichkeiten würde man ihnen erklären? Wie würdest du Schule gestalten, würde mich interessieren. Ja, das ist schon sinnvoll, glaube ich, das auch schon kleinen Kindern, also nicht klein, aber schon ab einem gewissen Alter, zu sagen, das sind eben Länder auf der Welt und da hast du da die und die Möglichkeiten, das kannst du so und so für dein Leben oder für dein Unternehmen nutzen. Das verstehen Kinder auch durchaus. Also ich habe darüber auch schon mit dem 8-Jährigen, den wir hier haben, gesprochen, der versteht das ansatzweise, ja. Und würde ich Schule gestalten? Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Schule machen würde. Ich würde halt irgendwie ein weltweites Bildungsprogramm machen, wo jeder dann halt mitmachen kann, teilweise auch offline, teilweise online. Ich selbst komme so ein bisschen, schon so ein bisschen aus dieser humanistischen Bildung. Für mich ist es zum Beispiel schon wichtig, dass meine Kinder zum Beispiel auch ein gewisses Maß an Altgriechisch oder Latein lernen, weil es in meinen Augen sinnvoll ist, für den Blick auf der Welt. Natürlich will ich niemanden dazu zwingen. Ja, letztlich geht es nach den Interessen der Kinder, aber ihnen diese Möglichkeit zu bieten, Sprachen, auch ältere Sprachen zu lernen und sich in, sag ich mal, wichtige Texte der Menschheit einzuarbeiten, halte ich zum Beispiel für deutlich relevanter als das, was man so in der Schule auswendig lernen muss heutzutage. Das heißt, eher auch so etwas wie man schafft, ich bin zum Beispiel der Meinung, ich würde den Kindern hauptsächlich Angebote schaffen. Ja. Und ich sage immer, die Kinder lernen über das, was du lebst und nicht das, was du sagst. Das heißt, wenn für dich Altgriechisch zum Beispiel jetzt wichtig ist und für dich Reisen wichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder dich als Vorbild dabei nehmen, wenn eine gute Beziehungsebene da ist, sehr hoch. Aber ich halte es für Nonsens, dass man es ihnen aufdrückt, Ja, obwohl man es ihnen richtig, vorlebt genau. und sie sich immer noch weigern, das zu tun, oder? Wie siehst du das? Ja, genau. Also man sollte natürlich selber mit gutem Vorbild vorangehen. Ich kann ja selber kein Altgriechisch. Ich würde mit meinen eigenen Kindern natürlich selber sozusagen Altgriechisch lernen, weil mich das interessiert. Und wenn die mitmachen wollen, dann machen sie halt mit.
Und das kann man natürlich dann auch auf andere ausweiten. Und ich bin ganz bei dir. Man sollte halt vor allem die angeborenen, sage ich mal, Stärken der Kinder fördern und nicht versuchen, irgendwie die Schwächen auszugleichen und die Stärken nicht zu fördern, wie es ja aktuell in den meisten Schulen der Fall ist. Da kommt dann halt so ein Einheitsbrei raus, der statistisch gesehen immer schlechter wird jedes Jahr. Und es ist ganz wichtig, einfach die Stärken der Kinder zu fördern. Jetzt hier zum Beispiel unser Sohn, mein Ziehsohn, hat ein extremes architektonisches und Ingenieurpotenzial mit 8. Das sind halt Stärken, die wir ganz gezielt versuchen zu fördern, dass er da was in die Richtung machen kann. Ja. Und da ist jedes Kind natürlich anders. Okay, wunderbar. Ich glaube, man findet, also ich kann sagen, man findet, wenn man sich da wirklich reinarbeiten möchte, von dir noch sehr, sehr viele Interviews, wo ich weiß, du gehst auch auf die verschiedensten Konstrukte dann teilweise ein. Ich weiß, du unterstützt auch auf deiner Webseite, man kann auch deine Mitarbeiter bezahlen, dass sie das für einen machen, wenn man sich da unsicher ist dabei. Und auf deinem Blog gibt es lange, lange Möglichkeiten, sich einzuarbeiten und zu lesen, werden wir alles unter diesem Video definitiv verlinken. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für dein Know-how und für das, dass du auch vorangegangen bist für andere und es so, so vielen Menschen viel leichter gemacht hast. Danke dir.